stehe wieder an der Straße, leider nicht mit der guten Vicky. Die wird sich im Auto wieder hinter mich wegmachen. Vielen Dank, dass du mich noch hierher gebracht hast. Immer gerne. Wir sehen uns im nächsten Auto. Ja, yeah, that's a hard road to hitchhike on. Is it? Yeah. Oh, not much traffic. Okay, das lief schon mal ganz gut soweit. Ich bin jetzt hier an der Kreuzung. Alle, die nach Dawson wollten, biegen hier ab. Das heißt, alle, die hier lang fahren, wollen auch wirklich in die Richtung. Sind nicht viele Autos, aber ich hoffe, von denen ein paar einfach einen zu finden. Ich habe ja ein cooles Schild. Ansonsten bin ich auf jeden Fall schon mal so 15 Kilometer weit gekommen. Von daher läuft. Bis Fairbanks werden es nur noch 1000. Und bis Haines Junction sind es nur noch 150. Von daher easy. Okay, friends, welcome back on the Alaska Highway. We're heading to Haines Junction. Look at this. This is a beautiful view. The mountains right in front of us. Right now, the sun is shining, the trees next to us. And what's your name, by the way? Mike. Nice to meet you, Mike. Thank you so much for having me. And yeah, it's a nice pickup truck, enough space for the backpack and me sitting comfortable. So really a good ride to Haines Junction, and then I will see what time it is. If I will continue to Alaska, oh well, direction Alaska, I'll probably not make it today, but that's no problem. Or if I will stay in Haines Junction, but one after the other. So see you there. Wow, Leute, ich bin in Haines Junction angekommen. Richtig entspannte Fahrt mit Mike. Vielen Dank, Mike. Und das sieht mega geil hier aus. Ey, guckt euch das mal an. Die Berge, wie sie sich da in die Luft türmen. Der Hammer. Und diese Straße, die ihr da unten gerade seht, das ist der Alaska Highway Richtung Anchorage, Fairbanks und so weiter und so fort. Das heißt, hier werde ich mich auch mehr oder weniger direkt hinpacken. Überleg gerade noch wo. Ach, ich denke einfach hier. Einfach direkt hier hin. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Okay, es sind jetzt nicht ganz 2 Stunden vergangen, seitdem ich hier bin. Ist es wirklich einfach meiste Zeit wie jetzt, tote Hose, einfach nichts los. Das gibt natürlich wenig Hoffnung, heute noch wegzukommen. Ist ja auch klar, die Distanzen hier sind riesig. Da abends irgendwo wegzukommen, ist einfach schwierig, weil fast keiner mehr fährt. Ich hatte noch auf einen Truck oder so gehofft. Es sind noch 2, 3 vorbeigefahren. Die machen dann meistens noch größere Distanzen. Hat leider keiner angehalten. Das heißt, ich werde mich hier jetzt wahrscheinlich mal in die Büsche schlagen. Ja, lieben Freunde, richtig praktisch. Hier ist so eine Hütte direkt am See. Ich bin mit der lieben Colin hier in dem guten Pickup-Truck angekommen. Die wird mich morgen wahrscheinlich noch weiter mitnehmen bis nach Alaska. Richtiger Jackpot. Vor allem, weil es einfach trocken ist und es regnet. Also, es regnet draußen und hier drin ist halbwegs trocken. Richtig, richtig nice. Läuft schon wieder. Richtig gut, ey. Guten Morgen, Freunde. In dem Ding hinter mir habe ich gepennt. Da seht ihr auch noch das Auto von der Colleen, bei der ich mitfahre. Ach du Scheiße. Guckt euch diese Aussicht an. Das ist so krank. Wir sind kurz vor Alaska. Es ist so krank. Guck dir mal diese Farben an, unten dieses dunkelgrün, dann dieses hellgrün-rot und oben der Schnee. Wow. Das ist so schön, ey. Leute, wir haben Alaska erreicht. Ein Traum. Yeah. Guckt mal die Berge da hinten. Sieht das nicht mega, mega nice aus? Richtig cool.
An der Grenze, das war eigentlich relativ entspannt. Zum Glück hat die gute Colin mich mitgenommen. Und ich musste dann nur noch mal so ein Formular ausfüllen und so ein paar Kleinigkeiten beantworten. Aber der Typ war ganz nett, hat mir direkt das alles ausgestellt. Hat gesagt, ich habe jetzt bis zum 28. November Zeit, so oft die Grenze rein und raus zu gehen, wie ich will. Das ist schon mal sehr gut. Deswegen alles entspannt. Ich bin jetzt hier in Alaska und die Route nehme ich auf jeden Fall mit bis nach Anchorage. Ich könnte auch noch ein bisschen weiter Richtung Homer mit der fahren. Das weiß ich nicht ganz, ob ich das machen will, weil ich mir in Anchorage eine Drohne kaufen will, ein bisschen was organisieren will. Hier fahren wir mit in dem schönen Truck. Da hinten ist mein Rucksack und alles drin. Oh yeah, Freunde, ich bin in Anchorage angekommen. Das war ein absoluter Jackpot, in Haines Junction jemanden zu finden, der bis nach Anchorage durchballert. Absolut geil. Ich bin jetzt hier bei Best Buy. Ich werde mich nach einer Drohne umgucken. Das heißt, ab jetzt könnte es bald sehr geile Footage geben. Besonders, wenn dann der Jonas meine gute Kamera wieder mitbringen sollte. Hier ist auch ein Walmart um die Ecke. Da werde ich heute Nacht wahrscheinlich pennen. Eins am anderen. Ich bin froh, dass ich angekommen bin. Bin richtig K.O. Richtig lange Fahrt heute gewesen. Aber ja, mal gucken, was uns hier alles so erwartet. Ich bin auf jeden Fall richtig guter Dinge. Bis dann. Ja, liebe Freunde, das wird mein Schlafplatz für heute Nacht sein. Machen wir gerade noch die Balkontür zu, die habe ich eben aufgemacht. Spontan habe ich einfach mal Leute angeschrieben in Anchorage über Couchsurfing, ob die noch einen Platz frei haben für mich. Es gab 3 Absagen. Alles in Ordnung, wir hatten das Haus schon voll bzw. waren auf Achse. Bis dann plötzlich die 2 netten Typen hier zugesagt haben. Ist ein nettes Pärchen. Keine Ahnung, wie ich hier reingeraten bin. Ich weiß nicht, ob man reingeraten in dem Zusammenhang sagen sollte. Ich habe hier mein eigenes Sofa. Die sind gerade ein bisschen Party machen. Alles gut. Sind sehr nett, haben mich hier sehr herzlich aufgenommen. Hab schon ein Bier bekommen. Hab die Wohnung gerade für mich. Hab sogar einen eigenen Schlüssel. Richtig krass. Und kann hier noch 2 Tage bleiben. Also so gesehen an sich einen Jackpot. Das heißt, ich werde morgen das Zeug hier erledigen, Drohne kaufen, Outdoor-Zubehör kaufen, dann Sonntag, dann gehe ich dann noch in Gottesdienst hier und dann geht es weiter für mich in den Süden nach Homer. Erste Couchsurfing-Erfahrung, es geht richtig spontan, richtig nette Leute, läuft auf jeden Fall, habe gerade frisch geduscht, habe hier, so wie es gehört, für Couchsurfing eine Couch. Von daher, alles in allem ein richtig erfolgreicher Tag, richtig viel mit der guten Colleen getrennt und ihren 2 Hunden, richtig cool. Bis hier nach Anchorage, für die Nacht gut untergekommen. Morgen Zeug erledigen und dann wird es erst richtig abgehen. Mit richtig geilen Aufnahmen von richtig geilen Orten. Ich sag mal gute Nacht und bis dahin. Savannah.